Scherz? Hier kommt jemand rein in meine Wohnung und das, was du tust, ist einfach nur zuschauen? Du weißt aber schon, dass meine Sachen gerade geklaut wurden und du hast nur zugeschaut. Du sitzt einfach nur da und schaust zu und sagst gar nichts. Auf was hast du eigentlich gewartet? Bis der Typ meine Sachen klaut? Anstatt irgendwie etwas zu sagen, zu sagen, hey, du kannst dich einfach deine Sachen klauen. Ich dachte, du wärst ein epischer Zuschauer, was soll das? Ich dachte, du gehörst zu Glockengang. Anscheinend nicht. Gib's doch zu, du hast genossen, dass mir die Sachen geklaut wurden, ne? Du hast es einfach gemocht. Hauptsache, alle meine Sachen sind weg. Hat der Mr. Nashorn geklaut? Oh, Mr. Nashorn hat er vergessen. Ihr seht ihn nicht, ne? Hier ist er, ist hinter dem hier. Hey, Mr. Nashorn. Gott, du bist echt laut. Heute spielen wir mal wieder den Dieb-Simulator. Und ja, wir machen genau dasselbe am Anfang wie dieser Arschloch, was hier einfach reingekommen ist und meine Sachen geklaut hat. Jetzt habe ich weniger Mikrofone. Wozu habe ich denn eine Mikrofonsammlung? Weißt du das denn nicht? Er respektiert das einfach nicht. Was war er ab? Falls du es noch nicht getan hast, sollst du unten kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und falls du das getan hast, aktiviere die kleine Glocke da unten, dann wirst du benachrichtigt, sobald ich euch Video hochlade und gehörst zu Glockengang. Und die Glockengang ist immer als erstes da und die bekommt immer ein High Five. High Five, Glockengang. Und wenn du jetzt noch mal rum da lässt, dann ist so schnell wie möglich das nächste Video hoch. Hat das Arschloch mal die Tür aufgelassen? Ich kann echt immer noch nicht glauben, dass man sie sieht. Das kann doch nicht wahr sein. Welcome back. Hey Pablo, hieß er so? Ich glaube ja. Ich hoffe mal, er hieß so. Leider habe ich gar nichts, was ich dir verkaufen kann. Deswegen würde ich sagen, ich gehe erstmal zu 110 und dort werde ich eine Kamera markieren. Oh, okay, das ist geil. Ah, jetzt kommen nämlich die Kameras. Verstehe. Das Ding ist, ab den richtig heftigen Häusern, die wir beklauen wollen, wird es immer schwerer, weil die halt eine Kamera haben werden, welche zu ihrer Sicherheit dient. Was eigentlich logisch ist, sowas hat eigentlich fast jedes Haus, was ein bisschen hochwertiger ist, weil falls die bekommen eine Kamera, streckt sich schon ab, okay? Außerdem zeichnet sie eine Menge Sachen auf. Ja, das ist einer der heftigen Häuser. Dieses Haus ist absolut gigantisch. Wir müssen jetzt mal eine Parkstelle finden. Wir müssen ja nur die Kamera markieren, mehr nicht. Parken wir erstmal hier und hauen ab. Lass mal sehen. Dieses Haus ist so gigantisch, das ist ja nicht mehr normal. Wir müssen die Kamera markieren. Wie markiere ich sie? Oh, wir haben sie markiert, sehr gut. Vinny ruft an. You know to wipe a mobile, right? Wie man ein Handy löscht? Woher soll ich wissen, wie man ein Handy löscht? Weiß nicht, wie sowas geht. Stiehl das Tablett mit wichtigen Daten. Bei 101. Oh mein Gott. Ihr müsst auf jeden Fall um eine andere Uhrzeit herkommen. Es gibt eine Zeit, da ist keiner von denen zu Hause. Problem ist allerdings, ihre Kamera ist immer zu Hause. Aber um diese Uhrzeit müssen wir auf jeden Fall hin und gucken, ob sie dann abhauen werden. Ich weiß nicht, welche Uhrzeit das war, aber ich glaube sowas wie 22 Uhr. Vielleicht gehen sie auf ein Date. Haben anscheinend auch keine Kinder, was sehr gut zu wissen ist. Schlafen wir mal bis 22 Uhr. Leider sind sie zu Hause, nicht zu Hause. Okay, das ist gut. Sie sind nicht zu Hause. Perfekt. Leider haben wir das Problem jetzt. Ich meine, so kann ich nicht rein. Da ist eine verdammte Kamera, okay? Ja, die zeichnet alles auf. Wir müssen gucken, ob es einen anderen Weg rein gibt. Muss es doch auch, oder nicht? Hier gibt es ein Tor. Hier ein Mülleimer zum Verstecken, falls wir failen sollten. Hier kann ich leider nicht hoch. Oh, warte mal. Was ist das hier? Schlüssel knacken. What? Komme ich so rein? Wir müssen einfach nur ein Tablett stehlen. Oh mein Gott. Ah, können wir so das... Oh mein Gott. Alter, okay, es dauert, bis die Elektrizität wieder da ist. Aber in der Zeit können wir reingehen, weil die Kamera ja nicht funktioniert. So, so. Das können wir natürlich tun. Oh, verdammt. Sieht mich jemand? Da sind ein paar Leute auf jeden Fall. Ich probiere es jetzt trotzdem einfach mal. Wenn die kommen und mich sehen, dann... Ich starte dann einfach neu. Was wollen die machen dagegen? Gegen meine neue Ladepower haben die keine Chance. Nee, jetzt mal ehrlich, das ist die heftigste Power, die man so haben kann, glaube ich. Die Kamera sieht mich nicht. Wir können jetzt einfach reingehen. Die haben komplett keine Elektrizität. Wir gehen jetzt einfach an die Stelle, wo das Tablett ist. Und dann freuen wir uns einen Keks. Das Ding ist, die sind auch gleich da. Wo ist das Tablett? Da ist das Tablett, glaube ich, irgendwo. Lass mal gut sehen. Tja, die Kamera hilft halt nicht, ne? Oh nein, die kommen gleich. Ja, ich habe nicht lange Zeit. Sie kommen gleich. Oh no. Okay. Oh, okay, nice. Jetzt andersrum. Komm schon, komm schon, komm schon. Beeil dich. Jetzt, nice. Und jetzt noch einmal. Komm schon. Sie kommen gleich nach Hause. Oh, wir haben's. Was? Wir haben's. Mach's auf. Wieso geht's nicht auf? Ich hab's doch aufgemacht. Okay, nicht paniken. Alles gut. Nicht paniken. Okay, der eine ist unbekannt. Die sind gleich zu Hause. Oh nein. Ich fix es hier nicht. War immer wieder ein Fehler. Ich bin viel zu nervös. Ich kann nicht. Schon wieder falsch gemacht, ey. Ohne Scheiß, ne? Jetzt. Ja. Oh.
Oh, nice, 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 gib mir das. Yes, das gibt's doch, ich bin gerade gierig. Okay, wisst ihr was, ich hau einfach ab. Jetzt ist gerade nicht der Zeitpunkt, weil ich nicht weiß, ob sie zu Hause sind und die Kamera geht halt gleich an. Aber wir sind draußen, oh mein Gott. Lass uns aber abhauen und so tun, als wäre nie was geschehen im Leben eines Menschen. Nee, mal ehrlich, das war ziemlich gut. Ja, die haben nichts bemerkt. Und ich weiß aber nicht, ob sie nach Hause gekommen wären, das war das Problem. Deswegen bin ich lieber früher abgehauen und hab die Mission erstmal zu Ende gemacht. Nicht gerade sehr deep-tastisch von mir, ich weiß, aber hey, was soll's. Wir haben's gemeistert irgendwie. Und wir haben ein Ziel bekommen, was, glaube ich, ganz gut ist. Oh, Winnie ruft an. This tablet you got there is special. Soll ich's dir schicken? Was soll das denn? Okay, verkaufen wir jetzt ein paar Sachen. Boah, die Gitarre kostet 150, das Tablett. Das ist mega teuer. Leider müssen wir es ihm schicken. Na gut, werde ich tun. Lerne Elektronik Level 1. Kann ich das schon tun oder noch nicht? Hier haben wir Elektronik Level 1. Aber Level, was ich benötige, ist 14. Oh nein. Ich glaube, ich gehe nochmal in dasselbe Haus und mache dasselbe nochmal, um mehr Level zu bekommen. Das wird sehr schwer sein. Vor allem, wie soll ich ihm das schicken? Muss ich es vielleicht über einen PC tun oder erstmal Elektronik lernen? Wahrscheinlich erstmal Elektronik lernen. Aber wir haben hier einige Missionen. 101, 103, 103. Ey, das gefällt mir. Das gibt sogar eine Menge Geld. Es gibt noch einige Werkzeuge, Hacker-Laptop und sowas. So, wie wahnsinnig ist das? 56.000 kostet das Teil. So, ich weiß nicht mehr, ob ich jemals so viel haben werde, bin ich ganz ehrlich zu dir. Wir machen erstmal die Mission bei 101, weil ich ungefähr weiß, wann sie schlafen. Eigentlich könnten wir auch hier gleich schlafen. Dann machen wir genau dasselbe nochmal. Das wird richtig geil. Wir haben jetzt bis 21 Uhr geschlafen. Lass mal sehen, ob jemand zu Hause sein wird. Und ist jemand zu Hause? Nicht zu Hause, sehr gut. Dann machen wir genau dasselbe. Das ist richtig geil, vor allem mit diesem automatischen Öffner hier. Perfekt. Machen wir das den hier, genau, sehr schön. Jetzt gehen wir immer rein. Gemälde müssen wir klauen, okay. Zum Glück haben wir davon viele, von diesen Dietrichen, das ist geil. Feier ich mega. Nice, ist offen, sehr schön. Dann lass mal sehen, lass mal schnell rein am besten. Das ist so geil mit diesem, ich liebe den automatischen Öffner, der erleichtert mir das Leben enorm. Jetzt können wir sogar mehr klauen, weil wirklich ja keiner zu Hause ist. Hier haben wir das Gemälde, aber oh, das hat wahrscheinlich eine Alarmanlage, ne, das Auto. Wette ich mit euch. Gibt's hier gar nichts, was ich mit dem kann? Was ist das hier? Das ist, oh, das können wir nichts mehr. Autodiebstahl. Wenn wir erstmal ein Auto klauen können, das wird so geil, ne? Hier in der Küche gibt es ein paar Sachen anscheinend. Ja, okay, Gläser, Wein, keine Ahnung. Wozu? Wozu nehme ich die Sachen mit? Das würde mich mal interessieren. Was für ein schönes Bad, ne? Okay, wisst ihr was? Wir werden erstmal. Nee, wir müssen ganz viele Sachen mitnehmen, keine Frage, weil wir müssen halt eine Menge Geld bekommen und eine Menge EP. Boah, eine PS3. Ich habe eine PlayStation 3 geklaut. Das war episch. Habe ich auch noch nie getan. Und die sind ja auch noch nicht zu Hause. Was sehr gut ist. Und hier gibt es eine Menge. Ah, Inventar voll. Okay, ist in Ordnung. Wir nehmen einfach das Bild mit. Inventar. Ja, sehr schön. Und jetzt hauen wir einfach ab, als wäre nie was geschehen. Das Ding ist, Leute werden mich sehen, wenn ich das tue. Ich kann aber die Sachen einfach hinwerfen, wenn mich jemand sieht. Richtig? Ja. Ich werde kurz warten. Ich glaube, wenn ich geduckt gehe, werde ich nicht so schnell gesehen. Ja, es müsste besser sein, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt irgendwie zum Auto kommen. Das Auto ist da hinten. Ich werde, wenn jemand kommt, werde ich aber das Bild wegwerfen. Aber das ist schon ein Grund, um die Polizei zu rufen, wenn man irgendeine einen Typen mit einer Lederjacke und mit einer Maske sieht, der quasi ein Bild trägt zu seinem Auto. Ist halt schon ein bisschen auffällig, ne? Wir schmeißen das hier hin. Jetzt machen wir das auf. Nehmen das rein und fahren nach Hause. Ich frage mich vor allem, wie viel das Bild wert sein wird. Das stimmt eine Menge. Zebrastreifen, warten, bis die Dame vorbeiläuft. Seht ihr, wir sind nett zu Menschen. Wir überfahren keine Menschen. Wir sind nicht solche Menschen. Nein, auf keinen Fall. Wir sind gute Menschen. Und wir bekommen eine Menge XP. Oh mein Gott, das ist nicht mehr normal. Sehr schön. Aber wir müssen Level 14 erreichen. 1100. Oh mein Gott, das ist nicht mehr normal. 240. Wie viel gibt es da für Spielekonsole? 1100? Alter Schwede. So, keine Ahnung, was da abgeht, aber das ist nicht mehr normal. Danke dir, Pablo, du bist der Beste. Der Zweitbeste. Ich bin der Beste immer noch. Wir sind jetzt Level 13, das heißt, wir können wieder was verbessern, was sehr schön ist. Die Frage ist nur, was? Oh, wir haben immer noch 2 verbleibende Skillpunkte. Große Gegenstände schneller tragen, das ist gut. Und mehr Platz im Rucksack. Wir lernen einfach beides. Sehr schön. Jetzt haben wir alle obersten Sachen auf jeden Fall. Aber das Ding ist, wir sind noch nicht fertig. Ich würde gerne nochmal zu demselben Haus gehen. Oder wir gehen erstmal in die anderen Häuser. Aber bei dem Haus gibt es wahrscheinlich noch bessere Sachen. Viel mehr Gegenstände, die wir klauen können. Aber ich kann nicht glauben, dass wir so viel bekommen haben. Wir haben 7.135 Geld. Das ist ein absoluter Rekord, den wir bis jetzt haben. Also sowas hatten wir noch nie in unserem Leben. Weißt du was? Die Folge gefällt mir bis jetzt. Lass doch mal in dasselbe Haus gehen. Bei 103 haben wir 2 Missionen, die uns insgesamt 800 geben. Eine Lampe stehlen oder zerstören und ihre Spüle kaputt machen. Ja, das sollte gut sein. Das sollte okay sein. Das ist nämlich hier der Fall. Leider ist es gerade unbekannt. Ich weiß nicht, ob jemand zu Hause ist, aber das Licht brennt. Das heißt, wir sollten warten, bis sie wirklich schlafen. Ja, wird gar nicht so einfach sein, diese Mission. Aber wir machen schon, keine Panik. Wir schlafen erst bis 1 Uhr morgens, weil das die Uhrzeit ist, wo die meisten Leute schlafen, nicht rausgehen. Jetzt sollten keine Lichter mehr an sein, es sei denn, da wohnt ein Danny Jason drin. Der ist bestimmt auch wach und nimmt Videos auf. Was für ein Loser, kann ich mal schlafen gehen? Denkt ihr mir was Besseres? Warte mal, waren wir in dem Haus schon drin? Ne? Na, ich glaube nicht, oder? Und ist noch jemand wach überhaupt? Gute Frage. Ob jemand noch wach ist, gibt es einen anderen Weg rein? So viele Fragen, die ich mir gerade stelle und die niemals beantwortet werden, was sehr, sehr schade ist. Aber ich glaube, es gibt keinen anderen Weg rein. Obwohl, das ist schon groß, ne? Damn, okay. Wir nehmen den Haupteingang, ist okay. Das werden die nicht erwarten. Oh, du tust was Illegales, okay. Alles gut. Keine Panik, okay. Keine Polizei, gut. Wir gehen jetzt nochmal rein. Wehe, jemand wird uns sehen.
Ja, easy peasy. Okay, nice. Sehr gut, wir gehen rein. So sagen die mir, dass ich was Illegales tue. Das weiß ich doch. Ich bin doch nicht dumm. Oh, Problem ist leider. Licht ist noch an. Das ist echt blöd gerade. Oh nein, wir können da nicht rein. What? Gibt es keinen anderen Weg rein? Können wir nur so? Ich weiß halt nicht, in welcher Uhrzeit sie da sind. Es ist auf jeden Fall ein geiles Haus, was uns eine Menge Geld einbringen wird. Aber das Ding ist, wir kommen nicht rein. Wir brauchen einen Glasschneider dafür. Was ja auch nicht das Problem ist. Wir können einen Glasschneider kaufen, aber... Oder wir haben schon einen. Nur das Ding ist, nachts gibt es die Jalousien und die sind immer unten nachts, logischerweise. Und dann funktioniert der Glasschneider nicht. Das heißt, wir sollten abhauen und am Tag wiederkommen. Und das sollte ich auch tun, Leute. Nun, hier kann man ein paar Sachen wissen, und zwar Routine der Bewohner. Was kaufen wir? Sicherheitstipps fürs Haus können wir auch kaufen. Mögliche versteckte der Beute. Ey, wir kommen immer ein Plus raus, das ist das Ding. Vor allem mittlerweile gibt es viel mehr Geld, als das kostet. Jetzt sehen wir halt besser, wann die zu Hause sind und wann nicht, okay? Brauchen wir nicht für jedes Haus, aber dafür habe ich mir das geholt, weil ich mir da wirklich nicht sicher war, wann die genau da sind. Jetzt sehen wir, wann die da sind. Okay, das ist schwer, weil zwei Leute sind nicht zu Hause, nur eine Person ist da, aber die ist halt nicht an dieser Stelle. Okay, das ist problematisch. Es ist wirklich nicht einfach. Ich meine, wir könnten es abends probieren. Dann könnte es nämlich sein, dass nur eine Person da ist, aber sie schläft. Das ist echt schwer. Boah, dieses Haus ist nicht ohne. Das heißt, wir müssen einbrechen, wenn eine Person da ist. Ist halt so, wenn mehrere Personen im Haushalt leben. Dieses Haus will ich auf jeden Fall noch in dieser Folge vornehmen. Mit Sicherheit. Auch wenn es eine Challenge sein wird. Hier sehen wir sogar die Zeiten, verstehe. 23 Uhr nicht zu Hause. Und sie ist im Wohnzimmer. Das heißt, sie schläft nicht mal. Büro und Veranda. Bedeutet theoretisch, dass vielleicht sogar am schlausten wäre, um diese Uhrzeit zu kommen. Esszimmer, Veranda, Küche, Büro. Also Beispiel, wenn sie im Büro ist, das ist das Problem. Toilette. Sie ist auf Toilette um diese Uhrzeit. Das ist schwer. Also eine perfekte Zeit zu finden, wann man reingehen soll und wann nicht. Aber hier, Toilette, Wohnzimmer, Wohnzimmer. Oh, warte mal, das Blaue ist ja, wo sie nicht zu Hause sind, verstehe. Das heißt, um 0 Uhr ist der eine nur im Wohnzimmer und das für 3 Stunden. Das ist perfekt. Das heißt, um diese Uhrzeit könnten wir reingehen, aber warte mal, wir kommen ja gar nicht rein, weil wir wir müssen mittags reingehen, stimmt. Habe ich schon wieder fast vergessen. Das heißt, das ist das Beste. Um 23 Uhr, oh mein Gott, und die eine ist im Wohnzimmer. Nee, um 23 Uhr ist ja auch abends. Oh, nice. Es ist möglich, über die Ranken in den zweiten Stock zu steigen. Das ist gut zu wissen. Lass mal kurz sehen, was er damit meint. Bis jetzt sehe ich keine Ranken dort, aber über den zweiten Stock, das wäre perfekt, weil da gibt es keine Jalousie. Ah, da. Oh, perfekt. Okay, das wäre natürlich super, wenn wir das immer machen würden. Bedeutet, um 23 Uhr sollten wir es nochmal probieren. Oder wisst ihr was, sogar jetzt würde es gehen, ne? Jetzt ist auch keiner zu Hause. Let's go. Wir machen es jetzt. Ist mir jetzt egal. Wir haben noch zwei Dietriche, verdammt. Noch ein Dietrich? Es muss klappen. Yes, ich hab nur noch eine, ey, das war nicht mehr normal. So, jetzt gehen wir hier lang. Da ist eine Person, ist aber okay, wir gehen einfach in den zweiten Stock. Oh, sie kommt sie raus? Bitte nicht. Licht geht an, sie geht jetzt in den zweiten Stock, ist das ein Scherz? Können wir klettern? Kletterhandschuhe, wir haben keine gekauft. Mission abbrechen, Mission abbrechen! Kletterhandschuhe kaufen. Ich kann nicht glauben, dass wir keine hatten. Dann brauchen wir noch ein paar Dietriche. Dann brauchen wir noch das hier ein paar Mal. Sollte okay sein eigentlich. Glasschneider haben wir auch, ne? Na gut. Also, wenn wir hochklettern können, gehen wir doch um 0 Uhr rein. Perfekt. Wir schlafen einfach den kompletten Tag durch. Ich sprinte jetzt dahin. Wir sind drin, ne? Perfekt. Nur eine Person ist zu Hause. Sie ist für 3 Stunden im Wohnzimmer. Keine Ahnung, was sie abends macht, aber ich weiß, was abends im TV läuft. Das reicht mir schon. Wir können auch jetzt schon nach oben gehen. Ah, sehr schön. Und hier können wir den Glasschneider benutzen, sehr wahrscheinlich. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier so planen muss bei dem Spiel. Aber doch, das ist ein Ding. Jetzt benutzen wir den Glasschneider. Sehr schön. Ah, nice. Und jetzt langsam auf Au. Und jetzt gehen wir einfach rein. Perfekt. Jetzt nehmen wir ein paar Sachen mit. Wir gehen natürlich ganz langsam. Wir haben 3 Stunden Zeit, Leute. Sie ist die ganze Zeit für 3 Stunden unten. Das ist echt der Wahnsinn. Also ich liebe das mit dem, dass wir einfach alles wissen. Ist nicht mehr normal. Wir sind jetzt aber drin. Wo müssen wir... War das hier? Oh, hat sie gehört, ne? Das war nicht so gut, Leute. Verdammte Kacke. Und dann kommt sie? Ja, sie kommt. Oh mein Gott, ich verstecke mich unter Bett, Leute. Oh mein Gott. Kommt sie hoch oder nicht? Nee, ne? Niemals im Leben wird sie hoch... Ja, sie hat sucht, aber ist okay. Mal, kommt sie oder nicht? Ja, sie setzt sich wieder hin. Sehr schön. Hier machen wir das jetzt mal auf. Wir haben noch so lange Zeit. Sie weiß nicht, dass wir hier sind. Sie ist so blöd gerade für ihr Leben. So, nice. 65. Ja. Ja. Ja, komm schon. Ja, okay, 81. Eine noch. Wir haben noch lange Zeit. Und komm schon. Ja, ja, ja. Ja, okay, nice. Wir haben's. Oh mein Gott. Was gibt's hier drin? Das ist der Wahnsinn. Was sollen wir überhaupt tun? Oh nein. Lampe stehlen oder zerstören? Wo ist die Lampe denn bitte? Ich sehe die Lampe halt nicht mal. Das ist das Ding. Wo sind denn die Missionen? Warte mal kurz. Wie sieht die Lampe überhaupt aus? So sieht die Lampe aus. Ist das ein Scherz? Okay, und dann noch das hier. Spüle kaputt machen. Okay, das ist zwar schön, aber ich weiß ja leider nicht, wo die Sachen sind. Wir haben jetzt auch nicht mehr so lange Zeit. Wann kommt die nach Hause? Oder sie kommt gleich nach oben, ne? Oh nein. Sie ist um 3 Uhr immer noch im Wohnzimmer. Und dann ist sie hier oben auf der Toilette. In der Toilette 2. Da unten müssen wir hin. Spüle kaputt machen. Und wo ist es mit der Lampe? Ich glaube, wir werden gesehen, Leute, wenn es so weit
weitergeht. Ich finde die Lampe halt einfach nicht. Wir haben zwar eine Menge Geld bekommen, aber es reicht leider nicht. Oh, Ruta, geil. Ist sie dann für eine Stunde auf der Toilette? Das könnte ja ich sein. Naja, wenn sie auf der Toilette ist, ist sie wahrscheinlich auf dieser Toilette hier, ne? Auf der Toilette 2. Ist das die Toilette 2? Ich glaube, ja. Das heißt, sie wird gleich auf jeden Fall hochgehen. Das ist ja nicht die Toilette, also sind wir sicher. Ja, und sie geht jetzt die Treppen hoch, richtig? Oh mein Gott. Sie macht es. Sie geht die Treppen hoch. Sie geht kacken. Ja, sie ist gleich kacken, Leute. Ja, da ist jetzt Klo. Sie hat anscheinend mehrere Klos. Ah, okay, nee, sie ist doch hier reingegangen. Und jetzt kackt sie erstmal runter. Ja, dann viel Spaß beim Kacken. Wir gehen jetzt hier unten durch und machen ein paar geile Missionen. Wo auch immer die sind. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue in meinem Leben. Hier ist auf jeden Fall eine. Oh, eine Kamera, geil. Nehme ich natürlich gerne mit. Oh, eine Tastatur. Ey, geil. Wow, nicht schlecht. Lass mal sehen. Ah, das können wir kaputt machen, ne? Pass auf, Leute. Nice, sie wurden gehört. Ist mir gerade egal. Ja, ist mir egal. Aber wo ist denn die Lampe? Ich meine, sie wird jetzt mal kacken für eine Zeit lang. Das ist gut genug. Hier haben wir sowas hier. Ich will wissen, wo die Lampe ist. Es kann doch nicht sein. Warte mal, was macht sie gleich? Toilette, Toilette, 2 Stunden auf Klo. Wohnzimmer. Also wir haben noch Zeit. Dann ist sie wieder im Wohnzimmer, okay. Das heißt, sie ist noch kacken, das ist gut. Wir haben noch kurz Zeit, um die Lampe zu finden. Aber ich weiß halt nicht, wo die ist. Ja, wir haben ein Bild von ihr, aber es reicht mir nicht. Ist sie mit Kacken fertig? Oh nein, sie ist mit dem Kacken fertig. Verdammte Kacke. Ja, vielleicht doch nicht. Sie überlegt noch, ob sie muss. Ich glaube, sie muss noch, Leute. Ja, sie muss noch. Okay, perfekt. Hier haben wir Geschenke, die können wir mitnehmen. Können wir für viel Geld verkaufen. Konsolen. Oh nein, Inventar voll. Die Lampe muss oben sein, oder? Leider finde ich die Lampe nicht. Das ist mega ärgerlich gerade. Sie kommt jetzt nach unten. Okay. Tja, was machen wir jetzt? Sie hat vergessen zu spülen. Das ist das Gute. Noch dieses Geld hier mit. Nur $50. Immer nur noch $50. Also ich habe nicht einfach so $50 irgendwo rumliegen. Jetzt wird sie runterkommen. Das heißt, wir sollten rausgehen, weil ich weiß nicht, wo die Lampe ist. Leider, leider, leider. Oh mein Gott. Jemand kommt nach Hause. Oh nein, ich wurde gesehen. Das war jetzt blöd. Ich meine, ich könnte es nochmal probieren. Ja, ich könnte es nochmal probieren. Ich glaube, ich sollte neu laden, ne? Jetzt sehe ich da die Mission. 2 oben, eine unten. Jetzt sehe ich sie auf einmal, ne? Vorher aber nicht. Das hat viel zu lange gedauert. Das war das Problem. Stell euch mal vor, jemand würde mich jetzt so sehen. Ah, da ist sie doch. Hab sie gefunden. Oh mein Gott. Oh, jetzt können wir aber wieder die Sachen mitnehmen, alle. Goldener Kelch. Damn, das muss viel wert sein. Wow, ich habe Smaragde gefunden. Oh mein Gott, zum Glück habe ich nochmal neu geladen. Ich warte jetzt kurz bis 4 Uhr. Und dann werde ich nur noch die eine Mission machen, die Konsole nehmen und abhauen. Dann sollten wir es perfekt hinbekommen haben. Oh, ab 5 Uhr kommt jemand nach Hause. Das ist das Problem. Oh nein. Oder nee, ab 6 Uhr erst. Okay. Wir müssen übrigens eh gedrückt halten. Dann macht sich langsam auf und dann hört sie nicht, dass jemand das aufgemacht hat. Was sehr gut ist. Also ganz schnell Sachen aufmachen ist ein Fehler. Kann man sich sogar verstecken. Wow, cool. Das ist interessant. Sie hätten uns auch vorher verstecken können, denke ich. Perfekter Zeitpunkt, um kacken zu gehen. Jetzt aber schnell. Nehmen wir schnell das Geld mit. Es geht mir um diese Spielekonsolen hier. Die finde ich halt richtig geil. Oh, verdammt, das hat sie gehört, ne? Inventar voll. Okay, dann nehmen keine Controller. Oh, hier ist eine Tastatur und alles. Das ist echt geil. Aber genau, das sollten wir zerstören, ne? Können wir das auch leise zerstören? Ja, können wir wahrscheinlich nicht. Okay, wir hauen es lieber ab, würde ich vorschlagen. Wir gehen einfach wieder denselben Weg entlang. Wir gehen hier lang. Dieses Fenster. Kann ich hier einfach runterklettern? Ja, das geht, jetzt hauen wir ab. Okay, es hat funktioniert anscheinend. Ohne, dass uns jemand bemerkt hat. Ich kann es nicht glauben. Und wir haben die Mission alle geschafft dort. Das wird eine Menge Erfahrungspunkte geben. Wunderbar, Leute. Jetzt können wir zum Vaterhaus gehen, erstmal alles verkaufen. Und erstmal eine Menge Kohle bekommen. Und wir bekommen extrem viele XP. Das ist nicht normal. Und wir sind wieder Level aufgestiegen. Das heißt, wir können die Story weitermachen. Beim nächsten Mal aber erst. Welcome back. Lass mal verkaufen erstmal. 700. Hier, 700. 1500 dafür. Die habe ich aus dem Tresor übrigens. Ah, die muss ich mal zerlegen, ne? Genau, genau. Das werde ich dann auch tun auf jeden Fall. Dann haben wir hier das hier, verkaufen wir. Das hier auch. Und das hier ebenfalls. Okay, sehr gut. Aber Leute, ich werde das Video für das mal stehen lassen. Für mehr davon, lass es nach oben. Da unten solltest du kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Falls du es getan hast, aktiviere die kleine Glocke da unten. Dann wirst du aber benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Und bist dann immer einer der Ersten. Und du gehörst zu Glockengang. High five, Glockengang. In der Beschreibung findest du mein Merch und mein Instagram. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1. Bye-bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.